Ich hatte keinen persönlichen Bezug zu Theo. Diese Dog ist eine Person, guck mal, aber da seht ihr, was diese ganze Propaganda von Tobias Huch und diesen ganzen Laberbacken, wie stark dieser Schwachsinn wirkt. Ich hatte mit Deso Dog oberflächliche Beziehungen gehabt. Ganz oberflächlich. Ich habe ihn vielleicht. Ich hätte mit ihm so gut wie nichts zu tun gehabt. Das wird so dargestellt, als wenn das irgendein Weggefährte von mir gewesen wäre, wie Sven Lau. Selbst der Dominik Schmitz, der Typ, der das Buch geschrieben hat, da, ja, mit dem ich so gut wie nichts zu tun hatte, ja, selbst der, mit dem hatte ich mehr zu tun als mit Desodor. Ich glaube, ich hatte noch nicht mal seine Telefonnummer wirklich gehabt. Mit Desodor, ich glaube, ich hatte noch nicht mal seine Telefonnummer wirklich gehabt. Nee, deswegen, Bruder, ich finde das sehr gut. Ich gebe dir auch auf jeden Fall meine Telefonnummer. Ja. Ich gebe dir auch von mir und dann. Dass wir in Kontakt bleiben und dann kann man Ich sich bin mal sehr oft dort unten in Köln. Na, falls du da bist, dann treffen wir uns. Ja. Das Herz, das für Allah schlägt, will, dass das Wort Allahs am höchsten ist. Bruder, wir wissen nicht, wie lange wir leben. Aber wir müssen für diese Religion leben und sterben. Leben und sterben. Ach, das ist das, was wir verinnerlichen müssen. Du bist ja sowieso schon Ja, auf dem natürlich. Weg. Du hast ja schon Ich selber auf jeden gesagt, Fall, ich dass du werde das meinen Weg vorhast. auf Deswegen jeden baue Fall ich so dir jetzt schnell wie mit dir möglich. damit. Ja. Inshallah geht's euch gut, meine ehemaligen Geschwister. Alhamdulillah. Wir sind hier im islamischen Staat von Scham, Alhamdulillah, und fahren gerade Richtung Homs, um inshallah morgen eine Amelie zu machen gegen die Nusayriyah, gegen die Ra'afet, gegen die Kuffar, die Shia, die Feinde Allahs, um sie zu beseitigen. Und, yani wallahi, Jagd zu machen und jedes Mal, wenn wir in die Schlacht rausziehen, dass wir hoffen, dass wir einen erwischen, den wir mal enthaupten können. Aber Tahla und ich, wir wünschen uns schon so lange, mit einem stummen Messer einen zu schlachten. Inshallah, Karim. Alhamdulillah, wir sind hier mit Geschwistern aus Tunesien, aus Algerien, aus Marokko. Und wir sind hier mit einem kleinen Jungen, sein Name ist Ali. Seine Eltern wurden getötet. Und Alhamdulillah, wir haben ihn genommen zu uns und wir werden diesen Jungen, inshallah, zu einem Mujahid erziehen, inshallah. Und der später, inshallah, für Allahs Wort das höchste kämpfen wird. Das Herz, das für Allah schlägt, will, dass das Wort Allahs am höchsten ist. Was habe ich gemacht? Zum Frieden aufgerufen. Ich bin der größte Friedensaktivist Deutschlands, unbestritten. Der Islam ist stark. Und der Islam ist eine gewaltige Religion. Und es ist die Religion, der Allah subhanahu wa ta'ala den Sieg versprochen hat. Und wenn es sein muss, gibt es im Islam den Kampf. Und den muss es geben. Töten kommt 128 Mal im Koran vor. Davon 27 Mal im Befehlsraum, wenn dieser Kafir richtig gezählt hat. Ja? Und wir sind stolz drauf. Wir sind stolz drauf.